Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bernds Igelkiste. Heute geht es um diesen fantastischen Papasalat. Und was das ist, das zeige ich euch in dieser neuen Folge. Viel Spaß! Hier haben wir einmal Branntweinessig, wir haben Olivenöl hier, wir haben ein wenig Honig, dann den Senf, ein Teelöffel Salz und ein Teelöffel Pfeffer. Mozzarella haben wir hier, eine dünne Salami, Kirschtomaten und vier Spitzpaprika und ja, ein grüner Strauß an Basilikum. Und zu guter Letzt als Beilage, das packen wir gleich in den Ofen rein, ein Baguette. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll ich an Bord ein Baguette fertig machen? Naja, die einen haben einen Ofen und zum anderen könnte man ja auch vielleicht an die nächste Bäckerei gehen und in die nächste Bäckerei gehen und sich dort ein Baguette kaufen. Zunächst einmal nehme ich hier einen Behälter für die Marinade und messe hier 10 Esslöffel Essig ab. Als nächstes kommt das Olivenöl. Hiervon nehme ich 8 Esslöffel. Als nächstes nehmen wir den Honig. Vom Honig nehmen wir 6 Esslöffel rein. Nun kommt hier noch das Salz und der Pfeffer noch mit rein und natürlich noch der Senf. Hiervon nehmen wir erst einmal 4 Teelöffel. So, dann mixen wir das. Zum Probieren nehmen wir natürlich einen Esslöffel, einen Teelöffel. Exzellent. So, die Marinade ist schon mal fertig. Dann geht's weiter. Dann schnippeln wir einfach mal die Paprika. Ja, dann fangen wir einfach mal zu schnibbeln an. So, und dann schneiden wir die Paprika in so, ja, 1-2 cm breiten Stücken. So, also die Paprika haben wir soweit fertig. Hier sind also jetzt insgesamt, ja, 4 Spitzpaprika drin. Und ja, gehen wir jetzt einfach mal weiter oder machen wir jetzt einfach mal weiter mit den kleinen Tomaten. Ich schneide diese Tomaten immer, also die etwas größeren Kirschtomaten, zweimal durch. Also mundgerechte Happen sollten das schon sein. Ja, der eine oder andere fragt sich jetzt natürlich, warum zeigt uns das der Bernd? Ich war einfach jetzt der Meinung, ich habe viele Barbecue-Sendungen gesehen und war ganz einfach der Meinung, vielleicht ist es auch mal interessant, eine Beilage dazu zu haben. Es wird ja viel gekocht mit, ja, als Hauptgericht, aber eine Beilage wird nie gezeigt oder habe ich selten gesehen, muss man so sagen. Wenn ihr da anderer Meinung seid oder einen Kanal kennt, der auch Beilagen dazu packt oder auch sagt, was es dazu am besten geben kann, schreibt es in den Kommentaren rein. Ich gucke da gerne mal rein und ich interessiere mich da riesig für. Allerdings kann man dieses hier auch, was wir jetzt hier gerade fertig machen, als Hauptgericht nehmen. Das ist eigentlich ein schönes, leichtes Essen für einen Sommerabend. Und ja, es ist auch schnell gemacht. Hier kann man auch nebenbei quatschen, über den Tag ganz einfach mal diskutieren, was denn halt so gelaufen ist. Und es kommt also sehr gut an auch. Ne? Also schmeckt sehr gut mit dieser Marinade. Die packen wir gleich noch mit rein. Und vor allen Dingen für diejenigen, die eine kleine Pantry haben, ist es auch, deswegen habe ich das kleine Brett hier einfach mal genommen, auch interessant, sowas
mal fertig zu machen. Vielleicht möchte man auch nicht unbedingt halt immer ausgehen. Oder die Nudeln hat man schon über, die es schon seit 3-4 Tagen gibt. Dahingehend ist das hier, denke ich mir mal, ein ordentliches Essen. Und die Kirschtomaten haben wir auch fertig. Ja, jetzt kommt noch die Wurst. Ich habe hier eine Wurst genommen von so einem Discounter. Mag jeder darüber denken, wie er will, aber die Wurst ist klasse. Schmeckt sehr gut. Und muss man natürlich vorsichtig sein mit diesem Messer, das ist nicht, dass man sich auch noch schneidet. Das sieht dann vielleicht ein bisschen merkwürdig jetzt aus, so, oh, vielleicht, hoffentlich schneidet er sich jetzt nicht in die Hände. Macht dann halt das immer ordentlich hier ab, das ganze Papier. Und jetzt habe ich hier einmal die, ja, Porkwurst, die Schweinewurst schon mal eingeschnitten. So, und ich habe so eingeschnitten, dass ich hier ja in der Mitte einen Schlitz drin habe und quasi so schmale Scheiben rausschneiden kann. Die letzten Scheiben sind immer die schwierigsten. So, dann haben wir die Wurst einmal aufgeschnitten. Die kommt ja schon mal in die Schüssel rein. Als nächstes haben wir hier die beiden Mozzarella-Kugeln. Die schneiden wir auch mal schön in Stücke. Drei Schnitte. Ja, und dann ziehen wir hier mal mit der Klinge ordentlich durch. So, meinen letzten Rest. Auch ein bisschen, können wir ein bisschen gröber werden. Also haben wir hier auch wiederum mundgerechte Happen. Und die packen wir auch in die Schüssel gleich mit rein. Wo wir vielleicht ein bisschen drauf achten sollten, was ich halt im Vorfeld vergessen habe zu sagen, ist, dass jeweils die Wurst ein bisschen einweichen sollte, ein bisschen einziehen sollte, damit das alles ein bisschen mehr Geschmack bekommt. Also vielleicht eine Stunde vorher, bevor ihr das serviert, schon mal fertig machen mit der Marinade überkippen und dann könnt ihr das nachher auch schön servieren, hat mehr Aroma drin, aber ihr könnt es auch sofort servieren, auch kein Problem. Jetzt machen wir uns mal an den Basilikum. Und zum Sommer habe ich einen ganzen Topf hier voll, eine ganze Schüssel, ein ganzes Sieb hier. Hier sind es nur ein paar Blätter und ja, jetzt kommt einmal die Marinade hier rüber. Dann rührt noch die Marinade schön mit unter. Einfach mal mixen. Das ist schon ein ordentlicher Topf hier. Ich denke mal, so 4 Leute sollten davon satt werden. So, wir haben ja Salat fertig und sieht dann halt so aus. Ja, könnt ihr halt schlecht sehen. Ich habe ja ein paar Bilder noch gezeigt und wie schmeckt der? Lecker. Das ist genau das für die. Haben wir noch eine Paprika? Und die Marinade ist super. Klasse. Ja, super geworden. Ja, einfach was zum Schnippeln, nicht unbedingt zum Warmmachen, außer das Baguette. Klar, das kann man halt in den Ofen werfen. Es gibt auch diese kleinen Töpfe, wo man sich Brötchen warm machen kann. Da passt kein Baguette rein und man kann es in Scheiben schneiden. Und ja, oder sich halt ein Baguette vom Bäcker holen, whatever. Aber das ist mal eine Alternative zum Barbecue oder zum, ja, was man vielleicht dann zunehmen kann als Beilage oder halt auch als Hauptspeise. Wir sind durch. Essen ist fertig. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Impressionen geben können für den nächsten Turn. Und es ist ja oftmals so, immer nur Nudeln vielleicht essen. Vielleicht habt ihr aber auch noch ein paar andere Ideen, die ihr mit mir teilen wollt. Das wäre schön, wenn ihr das in den Kommentaren mit reinschreibt. Auch wohlgemeinte Kommentare wären klasse, wenn ihr die hinterlasst.
Ist ja auch schön, wenn ihr ein Abo da lasst, sodass ihr in Zukunft immer auf dem Laufenden bleibt. Und ja, für diesen Teil würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, euer Bernd von Bernds Segelkiste. Ciao, ciao!